Wir haben ein Forderungspaket. In dem Forderungspaket steht Entgelt, 8,5% mehr Geld, Altersteilzeit, Beschäftigungssicherung, Werkverträge. Und wir haben natürlich das ganze Thema rund um die Arbeitszeit. Und es gab heute kein verbessertes Angebot. Langsam muss der Arbeitgeber auch mal jetzt Verantwortung übernehmen, in diesen unsicheren Zeiten für Sicherheit sorgen. Wir stehen vor der größten Veränderung in der Stahlbranche überhaupt. Wir wissen, wie eine technische Transformation funktioniert. Wir sind aber gerade gar nicht mehr so sicher nach dem, was letzte Woche passiert ist, wie die Transformation nach vorne geht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir jetzt Sicherheit bieten für die Beschäftigung. Das geht über das Thema Arbeitszeit. Da sind die Arbeitgeber in der Verantwortung. Sie dürfen sich aus dieser Verantwortung nicht verdrücken. Und das kann man nicht nur eingehen, indem man sagt, nee, wir sind gegen eine Arbeitszeitverkürzung, wollen wir nicht, sondern wir müssen zusammen an Modellen arbeiten, die im Endeffekt unsere Arbeitsplätze auf Dauer absichern. Die Menschen wollen ja den Umbau, aber sie wollen natürlich auch sichere Beschäftigung in der Region und natürlich auch Kaufkraft in der Region, nicht nur Arbeitsplätze, sondern eben auch Kaufkraft und deswegen natürlich das Ganze auch bei vollem Lohnausgleich. Wenn wir unter Beschäftigungsdruck kommen sollten, kriegen wir jede Arbeitszeitverkürzung der Welt, aber dann bezahlen das nur die Beschäftigten. Das akzeptiere ich nicht. Der Arbeitgeber hat damals bei der 35-Stunden-Woche, ja, genau wie heute geschrien, bei der 32-Stunden-Woche, aber wie wir jetzt miterleben bei der Rekrutierung, ja, nutzen sie dann das System, ja, wie schön ist bei uns hier zu arbeiten, weil wir haben Wahlarbeitszeit. Im Moment kämpfen wir alle für dasselbe, das ist unsere Zukunft. So, und unsere Zukunft muss bezahlbar sein. Die Inflation schlägt bei den Kolleginnen und Kollegen richtig ins Portemonnaie. Also das, was bisschen jetzt im Raum steht, kann man nicht akzeptieren. Und jetzt müssen wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gehen, Warnstreiks aufrufen. Und deswegen fordere ich natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen in Bremen auf und auch den Rest in der Bundesrepublik Deutschland im Stahl, natürlich hier richtig Gas zu geben und nach vorne und sagen, wir sind dabei und wir kämpfen im Endeffekt für einen gerechten und starken Lohn. Hört auf mit der Verweigerungshaltung. Bewegt euch endlich in eine richtige Richtung. Wir sind bereit zu verhandeln, aber sind auch bereit, um unseren gerechten Anteil zu kämpfen. Wir waren und werden nie Bittsteller sein, sondern wir werden uns unseren Anteil holen. Ihr entscheidet, wie dolle wir das in dieser Tarifrunde zeigen müssen.